Hallo zusammen und willkommen zu ReplayCast 577. Es gibt nochmals PVZ, aber dieses Mal haben wir einmal den Protoss hier. Der ist aus Hongkong und das ist Bystork. Ja, man hört aus der Region Hongkong, China generell nicht so viel und man hat auch nicht sonderlich gut Zugriff auf Replays von da drüben. Weil da einfach auch alles auf eigenen Servern läuft. Das heißt, es ist nicht so einfach, da ranzukommen. Dementsprechend freue ich mich, dass ein paar Kollegen entsprechend in einem WCS-Turnier mitspielen, wo eben die Replays dann öffentlich geschaltet werden und wir dann so mal ein bisschen Einblicke in die StarCraft-Welt da drüben sehen. Zudem der Gegner hier für den roten Protoss, das ist der Zerg hier in Blau, der deutsche Vertreter Liquid TLO. Ja, Thierlo, ein Allzeitklassiker der deutschen Szene, der schon wirklich ein Urgestein ist. Der Typ ist schon seit Beginn dabei. Der spielt auch schon Competitive-Strategiespiele, noch bevor StarCraft 2 überhaupt angekündigt wurde. Zu ganz, ganz alten Zeiten mit Supreme Commander, das er mit seinem Bruder gespielt hat. Da gibt es auch ein paar, zumindest ein paar Replays dazu, das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Ja, wir haben hier Thierlo, der mit Frühlingen hier beginnt. Insgesamt 8 Stück und er versuchte tatsächlich den Core zu erressen. Protoss hier hat ein Zelle gebaut, ist damit relativ safe, dass hier keine Linge reinkommen. Aber eben den Cybercore zu verlieren, das wäre bereits ziemlich hässlich für den Protoss. Er hat sich hier auch entsprechend den Nexus gespart, sondern möchte hier einfach safe bleiben. Aber eben die Lücke hier, die ist zwar geschlossen, aber jetzt ist eine viel größere, da der Cybercore fällt und die Linge sind in der Basis. Der eine Zelle hier verteidigt eigentlich ziemlich gut. Er klammert sich hier an das Gebäude, heißt, dass die Linge nicht sonderlich viel Fläche haben, um den Zelt anzugreifen. Mothership Core ist auch da und damit ist der Nutzen für Thierlos Linie schon sehr, sehr eingeschränkt. Es steht auch in der Mainbase ein Pylon. Heißt, da ist es schwer zu harassen, einfach darauf Overcharge gecastet werden kann. Und Thierlo, er rennt mit der Linie zu hin und her, aber eben die Linie sind sehr, sehr gefährdet, können sie hier nicht zu viel erlauben. Und mit dem Adept, der jetzt hier auch noch da ist, der wird jetzt hier kurz surrounded, verliert alle Schilde, aber Thierlo mag dann doch, das macht nicht genügend Damage, hat nur noch 4 Linge übrig von seinen 8. Man wird jetzt hier sogar noch in der Protoss-Base eingeschlossen mit einem weiteren Gateway. Heißt, die Linge hier werden einfach komplett totgejagt bis zum Aussterben. Und damit hat Protoss tatsächlich die Aggression geklärt, hat seinen Cybercore verloren. Heißt, sein Tech ist ein Stück weit delayed. Die Robo kommt direkt hinterher. Aber Thierlo muss sich selber einschränken und hinnehmen. Er hat einen Pylon-Block hier an die Natural bekommen. Man muss den jetzt hier erst clearen. Das ist sehr, sehr spät. Heißt, sehr spät die dritte Basis für den Thierlo wird es geben. Und seine Natural steht einfach sehr, sehr weit außen. Ist für den Protoss ziemlich leicht angreifbar, muss man sagen. Thierlo selbst geht gerade in die erste Evolution Chamber, holt sich hier Linkspeed. Währenddessen Probe Scout ist hier noch unterwegs, um zu gucken, ist die dritte Basis schon da oder nicht. Und die Probe findet stattdessen Linge und das macht dem Protoss dann doch wieder ein bisschen Sorgen, bereits wieder so viele Linge zu sehen. Aber Thierlo muss sich auch vorbereiten auf die ersten Einheiten, die vom Protoss rüberkommen. Ja, da kommt nochmal sein Pylon-Block hier auf die dritte, damit er auch jagt, bald keine Hedge hier hinkommt. Und die Linge, die jagen einmal die Probe, die haben inzwischen Speed. Probe geht auch down, währenddessen Adept hat sich in die Main teleportiert, schneibt da ein paar Drones. Wird hier 3 bekommen. Ja, 3 Drones gehen down, währenddessen der Mothership Core bewacht mit dem Slot hier die Natural. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Mit dem Overcharge kann man hier eigentlich doch relativ lange halten. Aber trotzdem, Protoss hier merkt, er hat Linge vor seiner eigenen Basis und muss jetzt wieder defenden. Aber hat jetzt hier keine Einheiten zu Hause. Der Zealot läuft mit dem Mothership Core panisch zurück. Aber die Linge knabbern eben hier am Gateway rum. Versuchen das zu snipen. 2 Adepts kommen hier raus. Ein Adept spawnt hier sehr, sehr gefährlich. Stellt sich jetzt nochmal in die Engstelle, damit er von wenigen Lingen angegangen kann. Das Gateway wird sterben, aber Thierlo verliert dafür sämtliche Linge. Und kann hier definitiv nicht durchbrechen. Die Adepten dann doch zu stark, klären das hier alles. Und Bystork hält ein weiteres Mal dem Druck von Thierlo stand. Und Thierlo muss nochmal den Pylon klären und kann jetzt hier bei Minute 5 auch mal seine dritte Basis anfangen. Geht jetzt hier auch in ein Banning Nest. Hat natürlich Evolution Chamber plus 1 Attack. Mit Banning Nest, das könnte durchaus Ling und Banning Drops geben. Das erste Drop kommt hier schon mal rein in die Mainbase, aber da stehen die 2 Adepten drunter. Die warten nur drauf, dass hier Linge ausgeladen werden. Heißt, da kann kein Damage gefunden werden. Währenddessen Mothership Core scoutet vor der Basis, sieht auch das und Bystork macht an sich ein sehr, sehr solides Spiel. Thierlo hier versucht aggressiv zu sein, aber es funktioniert einfach nicht so, wie er sich das vorstellt. Die Linge hier rennen nochmal rum, kommen zumindest die gesamte Basis ausscouten.
Worker-Count hier bei Stock ist ein bisschen hinten. Aber sein Army Supply dafür ist ordentlich mächtig zum aktuellen Zeitpunkt. Er baut nochmal weitere Gateways. Das könnte gleich einen ganz ordentlichen Adapt-Push geben. Aber eben mit der Robo kommt es als Unterstützung hier erstmal noch ein Immortal mit dazu. Und die ersten Sentry Warpins sind mit dabei. Heißt, anstatt Adapt Pressure gibt es hier tatsächlich einen Sentry Immortal Push. Und die Linge, die sind immerhin am Scouten, aber trotzdem Thilo immer noch sehr, sehr viel in Army investiert. Seine dritte Basis eben kommt wahnsinnig, wahnsinnig spät. Da wird Potos selber schon demnächst eine dritte Basis nehmen. Oder auch nicht, denn er hat gerade 4 Gateways gestellt. Damit erübrigt sich das Thema auch. Potos will jetzt erstmal hier hart pushen. Er weiß natürlich, dass Thilos Economy nicht sonderlich stark ist. Heißt, Thilo wird es nicht ganz einfach haben, rechtzeitig eine große Armee auf die Reihe zu stellen. Ja, er droht nochmal nach hier. Protoss momentan ein Stück Supply Block, weil er sich den eigenen Pylon rausgenugt hat. Wurde allerdings nachgesetzt. Probe kommt mit für Reinforcement Pylons. Allerdings auch ein Warpless Mission mit auf dem Weg. Und die 4 Gateways werden auch gleich fertig. Die ersten Dinge machen Bekanntschaft mit der Protoss Army. Und Thilo, er muss sich jetzt darauf vorbereiten. Und er morpht zu Hause Drop Overlords. Er will also hier wirklich auf die Protoss Gateway Army mit Baning Drops antworten. Die Anti-Air Army ist vom Protoss nicht so geil. Das sind 4 Sandwiches und 2 Stalker momentan. Das ist nicht der Killer-Damage nach oben. Wenn man da 2-3 Overlords reinschickt, dann können die das durchaus überleben. Und ja, Essor ist beladen mit wirklich, wirklich scharfer Munition. Es gibt einen großen Knall, wenn das hier reingeht. Adepten hier wollen Richtung Natural von Thilo. Eigentlich da ist ein Spinecrawler im Baum und die Adepten canceln ihren Shade. Weitere Adepten werden reingekommen, weitere Sentry. Heißt, es kommt nicht viel mehr Anti-Air-Damage dazu. Heißt, dieser Bellingop könnte gleich Beastdog ziemlich, ziemlich krass treffen. Er pusht jetzt hier aggressiv vorwärts, zieht jetzt hier auf die Drop-Overlords ab. Die haben noch kein Speed-Upgrade. Speed wird jetzt fertig in dem letzten Augenblick. Und damit kann der zweite Overlord tatsächlich sehr, sehr tief reinfliegen und einige Bellinge über den Sentries ausladen. Kehrt auch nochmal zurück, schnappt sich eine zweite Runde der Bellingen, lädt die nochmal auf, damit Sentries sind down, die Force teilt nochmal die erste Welle an Lingen und Bellingen zurück. Aber die Protoss Army ist von den Bellingen hart angeschlagen, das Warpless Mio wurde beinahe gesnappt von den Kings, die eiern auch weiter vorwärts, die nächste Welle an Bellingen kommt und räumt mit der gesamten Protoss Army auf. Und Thilo hier mit dem wirklich, wirklich haarscharfen Timing, denn die Overlords hier ohne Speed hätten rausgefokust werden können. Der eine Overlord ist auch gestorben, aber dieser zweite Overlord hier, der hat diesen gesamten Fight eigentlich für Thilo gerettet. Er hat 8 Banninge, 12 Banninge in die Protoss Army reinmanövriert und damit einfach so viel Splash Damage angerichtet, dass die gesamte Protoss Army sich aufgelöst hat. Und somit Bystock hat jetzt hier ein größeres Problem. Seine Basis wird weiterhalten. Er hat einige Sentries, hat eine schöne Wall, heißt, da kommt die Linge lange nicht durch, aber Thilo eben kann jetzt hier sich weiter ausbauen, hat endlich seine dritte Basis. Und geht jetzt hier in den Hydra Attack mit weiteren Upgrades hier. Das Hydra Range und Speed Upgrade. Und die Queens setzen auch mal ein bisschen Creepspread hier. Thilo hat ein paar Queens am Start. Das sind nicht übermäßig viele, 5 Stück hier. Und eben mit den Hydras und den Lingen stellt jetzt Thilo eine sehr potente Army auf die Beine. Und Protoss momentan zieht sich ein bisschen gefangen in seinen 2 Basen. Sollte eigentlich auch dringend mal eine dritte Basis nehmen, wenn man sieht, seine Mainbase ist nicht mehr in gutem Zustand. Und die Natural wird in Kürze auch nicht besser aussehen. Allerdings hier eben immer noch Linge strömen hin und her. Und damit kann Thilo einfach lange diese Basis hinein. Währenddessen Warpissen tatsächlich versucht nochmal ein Harassment. Geht hier auf die Hydras. Die Adepten hier versuchen so viele Hydras wie möglich zu snipen. Aber diesen Fight hier gewinnen sie nicht direkt. Gehen stattdessen hier lieber in die Natural. Kiten hier schön die Bellinge auseinander. Das war schon mal schön gesplittet hier von den Adepten. Aber jetzt hier zu wenig Fighten tatsächlich. Die Adepten stehen dann doch zu weit hinten. Können nichts an Drones töten. Haben ein paar Bellinge rausgenommen, aber war jetzt nicht der megamäßige Trade hier für den Protoss. Und das Warpism, das kam nochmal weg. Könnte also nochmal verwendet werden. Aber eben, Protoss hat gerade nicht unbedingt die Ressourcen, um nochmal sich so einen großen Drop zu leisten. Er geht jetzt hier in seine dritte Basis. Ja, das ist ein Thilo. Gleiches Spiel nochmal, diesmal eigentlich offensiv. Thilo hat weitere Drop-Overloads separat und lädt die nochmal ein mit Bellingen. Und danach geht's für Thilo vorwärts und dann möchte ich hier einen GG-Push ansetzen. Er hat keine vierte Basis im Bau, sondern er merkt, Protoss sieht momentan nicht so gut aus. Sehr, sehr spät die dritte Basis. Er hat seine gesamte Army verloren, was für einen Protoss nie gut ist. Wenn ein Protoss-Army einmal gebrochen ist, ist es für einen Protoss wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, so eine Army nochmal neu zu errichten. Und Thilo, ja, er hat 3 Overlords voll mit Banningen, hat immer noch sehr, sehr viel Banning auf dem Boden. Hydras sind mit dabei, es kommen nochmal 7 Hydras mit dazu und die Linge jagen schon mal vorwärts Richtung dritte Basis von Protoss. Es sind wahnsinnig viele Sentries da. Damit eigentlich auch nicht die höchsten DPS und die Linke tatsächlich, die wollen gleich mal auf die Sentries draufjagen. Drehen sie im letzten Moment hier nochmal um.
Und ja, jetzt kommt es einfach auf die Position drauf an. Und eben Protoss muss nach hinten kiten wie ein Bescheuer, damit Bergen an Force Fields. Er hat genügend Force Fields natürlich zur Verfügung. Da sind so viele Force Fields möglich mit diesen ganzen Sentries momentan. Die 10 Sentries auf dem Feld, die Linie gehen hier rein auf die dritte. Es kommt der dreifache Overcharge. Der Manchukov wird gesniped jetzt hier. Erst die ersten Force Fields kommen eigens. Die Overlords werden komplett übersehen und einfach reingedroppt. Die ganzen Sentries explodiert, haben sich aufgelöst. Und Thilo macht damit Spiel 1 klar von diesen Best of 3. Er war sehr aggressiv eigentlich, das ganze Spiel über, was am Anfang eben nicht sonderlich gut für ihn lief und einfach die Defense mit dem Overlord-Drop war einfach der Dreh- und Wendepunkt dieses Spiels. Wie gesagt, wäre das Upgrade nochmal 3-4 Sekunden später gewesen, hätte diese Thilo diesen Fight einfach ziemlich, ziemlich heftig verloren. Einfach die Force-Fields hätten die Linge und Banninge ewig weggehalten, die Sentries hätten überhaupt keine Probleme gehabt, weitere Reinforcement wäre problemlos möglich gewesen und Thilo hätte da einfach reindonated, ohne irgendwie Damage zu machen. Das wäre für ihn wahnsinnig, wahnsinnig schwierig geworden. Somit hier 1-0 für den deutschen Zirk und gleich geht's weiter mit Map Nummer 2. Und willkommen auf Abyssal Reef, der zweiten Karte. Wir sind unter Wasser gegangen für das nächste Match. Wir haben hier einmal Bystalk mit dem Gateway unten an seiner Natural, wird hier höchstwahrscheinlich eine Gateway Expansion spielen. Es wird der Nexus als nächstes folgen hier nach dem das Gas hier fertig wurde. Wenn das ein Bytierlo, gab es die Hedge First, danach den Pool. Also auch bei ihm hier Economy focused dieses Mal und er wird nicht gepeilt und blockt. Heißt, er kann seine Netzball auch an die Ort und Stelle setzen, wo er das ursprünglich geplant hatte. Drone kommt hier trotzdem mal runter. Nicht, dass die Probe hier sonst irgendwas Böses anschaltet, sowas wie Cannon Rushes oder Proxy Gates. Dementsprechend, da passt man lieber ein bisschen auf, zumal eben der Style von Bystalk ziemlich unbekannt ist, weil man eben von diesen Spielern überhaupt wenig mitkriegt als EU-Spieler oder NA-Spieler. Das ist einfach, es gibt keinerlei Kontaktschnittstelle dafür. Heißt, man hat keinen Plan, was dieser Protoss alles auspacken kann und nachdem es solche Fälle wie Haz gibt, der ja richtig kurioses Zeug spielt und der kommt ja aus Taiwan, ist man lieber vorsichtig bei allen Spielern, die aus der sehr östlichen Region kommen. Und wir haben hier von Thilo die ersten 6 Linge tatsächlich, will da lieber auf Nummer sicher gehen, baut 2 Queens mit dazu. Beim Protoss haben wir hier Cybercore und Nexus, also alles hier ganz gemütlich. Interessante Wall hier auch, momentan noch offen, kann man mit 2 Pylon abdichten. Damit ist das eigentlich ganz okay und blockt auch gut gegen alles von oben, muss man sagen. Die Wall, wie gefällt sie an sich so, ist natürlich ziemlich broken gegen sehr schnelle Linge. Aber gegen sehr schnelle Linge hat man auf diesen Maps sowieso Probleme. Liegt einfach daran, weil man 2 Eingänge hier in die Natural hat, wo die Linge einfach an verschiedenen Zeiten an den Gebäuden rumknabbern können. Erster Stalker ist da, kümmert sich gerade um den Overlord. Thilo nimmt seine dritte Basis und die Linge hier, die kriegen Speed. Eigentlich das dauert noch und der Stalker hier blockt wunderschön die Lücke. Pylon schließt die obere Lücke ab und damit hier der Stalker sammelt gerade fröhlich Kills. Verliert zwar nach und nach seine HP, aber mit dem rauskommenden Adept tatsächlich überhaupt kein Stress für den Protoss. Kann das alles easy clearen, kriegt jeden einzelnen Ling und Thilo macht ein Investment, kriegt ein bisschen Scouting-Info, macht ein bisschen HP-Damage an dem Stalker. Was wirklich nicht fair hier für einen Zerg. Und Protoss geht wieder in die Robotics Facility. Bisher weiß Stalker kein Stargate, kein Oracle, kein schönes Twilight Council. Der Stalker hier versucht immer noch diesen einen Overlord zu finden. Wird den Angst nicht erreichen. Die Karte hier, Abyssal Reef, hat sehr, sehr viel Luftraum. Da kann man Overlords an sich ziemlich gut verstecken, dass da niemand dran vorbeikommt. Und wir haben hier die Twilight Council diesmal mit dazu. Es kommt das Resonating Glaze Upgrade. Und mit der Robo und weiteren Gateways kann es diesmal eine ganze Welle an Adepts geben. Es kommt hier trotzdem mal eine Sentry. Sicherheits-Sentry, damit die Wall auch bestehen bleibt, falls von Thilo irgendwas Kreatives kommt. Dr. Creative natürlich. Man weiß, Thilo hat auch viele BOs, die er auspacken kann. Manche sind grandios, manche sind eher weniger gut und manche sehen einfach nur gut aus, weil sie eben einmal Erfolg hatten und danach nie wieder gespielt wurden. Wäre das, wenn es dumm ist und funktioniert, dann wird das nicht als dumm gewertet. Weil es funktioniert, ja. Kann es nicht so dumm sein. Und wir haben hier Linge, die weiter scouten. Wir haben hier das Warp ist und das gebaut. Die ersten Adepten sind da, weil der Gateways kommt mit dazu. Resonating Glaives wird in wenigen Sekunden fertig. Der Overlord hier ist am Scouten für Thilo. Und der sieht das Twilight Council. Der wird auch
Das zweite Gateway hier noch sehen. Ja, alle Gateways sind damit Thierlo bekannt. Overlord bezahlt mit seinem Leben dafür. Und steigt in den Himmel hinauf. Und wir haben trotzdem Immortals in der tatsächlich. Also das Warp ist jetzt hier auf dem Weg mit ein paar Adepts, aber es ist hier kein Adept All-In, sondern es ist hier lediglich Adept Pressure. Mal gucken, wie viel Schaden die Adepts machen können. Man kann natürlich hier schön zwischen der Mainbase und der dritten agieren. Als Protoss einfach das Warp ist mir irgendwo in die Ecke stellen und dann immer die Adepts hoch und runterladen. Die Linge müssen nicht ständig außenrum rennen, was wahnsinnig nervtötend ist. Barbanning ist bereits da als Defense Roach One, kommt die auch für Thierlo mit dazu. Also er fühlt sich hier wirklich ein bisschen bedroht von den Adepten. Und die ersten zwei gehen hier Richtung dritte Kampfranks gerade mit der Queen. Ein Building trotzdem detoniert, zweite Building detoniert. Immer tradet man ein paar Bindinge raus und das Warpism geht währenddessen in die Natural. Erste Round fällt, zweite Round wird angeschlagen, allerdings fällt nicht und das Warpism kann ja eigentlich nochmal einladen, problemlos. Es wird nochmal hier ein Binding detoniert. Und zwei tote Drones, allerdings zwei tote Adepts, aber ein paar tote Bindinge. Es ist ein okay Trade, nicht der grandioseste, aber es könnte schlimmer sein. Das Warpism ist immer noch aktiv, kann immer noch scouten, kann immer noch pressuren. Sieht jetzt hier auch, dass vom Zerg sehr viele Einheiten nach draußen marschieren. Fängt entsprechend hier auch gerade ein bisschen Reinforcement ab. Und die Länge hier gehen gerade auf eine riesen Wall mit vielen Gateways. Einem einzigen Pilot, der noch gerade mit dem Bau ist. Bei der weg wäre, könnte man wesentlich besser die Gebäude surrounden. Das eine Gate hier oben hat schon sehr viel Damage genommen. Die Länge rennen tiefer rein. Bloodlanks da von Sentries und Immortals begrüßt, haben da viel, viel mehr Probleme. Und jetzt hier mit dem Adept Reinforcement, das gerade reingehabt wurde, bleiben die Gebäude hier tatsächlich auch stehen. Thierlo findet hier nicht den Damage, den er gerne hätte. Bystock macht nochmal Verstärkung für seine Wallen mit einem weiteren Pylon und könnte jetzt hier auch mit dem letzten Gebäude komplett zuwollen, dass hier auch gar nichts mehr wirklich passieren kann. Der Pylon sollte weit genug Energiefeld haben dafür. Und dritte Basis steht für den Protoss. Steht dieses Mal auch sicher, kann nicht von Lingen überrannt werden. Das wurde gehalten. Thierlo stattdessen baut Roaches, hat seine eigene vierte auf dem Weg und holt sich gerade das Baning Speed Upgrade. Währenddessen knabbert hier irgendwo an den Rocks rum. Genau, und diesen hier. Die Wall mit Sam Roach One wird quasi geöffnet, wenn man die Rocks hier aufmacht. Und Bystock pusht. Und er pusht wieder mit Sentry Immortal. Das scheint ihm wirklich zu gefallen, die Adepten Immortal Sentry. Das ist okay, das kann man machen. Ich meine, das spricht nichts dagegen. Das ist eine grundsolide Army-Komposition. Diesmal auch TLO hier mit Roaches und Leverage, um das zu defenden. Kriegt hier die ersten paar Adepts. Allerdings muss jetzt hier Angst haben vor den Immortals. Und da kommen die ersten Forces. Und das sind sehr, sehr schöne Forces. Nehmen hier einen Ravager raus, nehmen ein paar Roaches raus, beschädigen ein paar Roaches. Zweite Welle Forces kommt. Die Bände kommen nicht ran an die Army. Werden vorher rausgenommen. Gutes Fokusfeuer hier. Weißdog pusht hier weiter Richtung Dritte, nimmt hier immer wieder einzelne Units raus und Thierlo tatsächlich verliert hier einiges an Supply. Das Warp ist mitten, lebt immer noch für weiteres hin. Boss und Protoss haben jetzt ein bisschen angeschlagen, allerdings auch wesentlich weniger Ravage hier auf dem Feld. Es sind schon einige gestorben. In der dritten kam jetzt hier noch ein Spinecrawler mit dazu, der ist überhaupt nicht gerade mit am Fighten ist. Hier oben noch der zweite, der peitscht immer ein bisschen mit. Und jetzt hier Spinecrawler versuchen mit zu verteidigen, eigentlich Protoss hat sich hier die Dritte erkämpft. Drones werden evakuiert, die Adepten wollen vorwärts warpen. In ein paar Linge Resten trotzdem hart angeschlagen. Die Protoss Army ist nicht im besten Zustand, aber momentan einfach sehr, sehr effektiv im Kampf. Sentries haben nicht sonderlich viel Energie, aber Thierlo tatsächlich möchte sich hier diesen Fight nicht mehr antun, wirft sofort das GG. Fühlt sich hier nicht gut genug gewappnet, um diese Army nochmal zu crushen. Was hat er denn momentan? Er hat 7 Roaches, 2 Ravager, er hat eine gecancelte, gut, die vierte Basis wurde gecancelt, weil er eben aus dem Spiel ging. Das passiert automatisch. Wir haben hier die ganzen Drones, die fertig, weiß er denn nicht, wie weit die war. Die noch kurz vor der Fertigstellung gewesen wäre, hätte Thierlo da noch ein bisschen im Gang abgreifen können. Er hat wesentlich weniger Army Supply, klar. Er hat Production, er hat keine Queens, okay, deswegen. Ich suche gerade nach dem effektiven Grund, wieso Thierlo jetzt schon rausgeht, aber er hat keine Queens damit. Zu wenig Drone Production, hat 5 Drones da momentan, hat nicht groß die Ressourcen, um das in Units umzusetzen. Aber eben, er wird hier keine gute Fight-Position finden, Punkt 1, weil hier Protoss mit Forcefield sehr, sehr gut agieren kann und Immortals. Und eben, er hat nicht die Production-Economy dafür, um das weiter fortzutreiben. Also Thierlo hier tatsächlich wirft dieses Spiel hin und sagt, wir battlen das jetzt hier außen, eine Entscheidungsmap. Bystock holt sich eine Map und ja, er liefert Thierlo doch einen Kampf. Mal gucken, wie das jetzt hier in Map Nummer 3 ausgeht. Und auf Newkirk Precinct wird diese Entscheidung stattfinden. Und wir haben hier einmal mehr die Gateway Expansion vom Protoss. Währenddessen Thierlo Overlord Scout und Hedge First into Gas und Pool. Mal gucken, wie viel Linge Thierlo dieses Mal ansetzt. Bisher scheint er sehr, sehr die 6 Linge am Anfang zu favorisieren. Jetzt jedoch auf
sehr, sehr auf Nummer sicher gehen, einfach damit die Scouting Probe, die von Bystock jedes Mal kommt, auch nichts anrichten kann und er selber ein bisschen pressuren kann, auch wenn er letztes Mal im letzten Game sehr, sehr aggressiv war und nichts damit erreicht hat. Ja, Brut ist da, Queen kommt und Zweilinge momentan, aber es fehlen einfach die Larven, es werden Vierlinge und mal gucken, momentan bleibt es bei Vierlingen, danach wird gleich wieder eine Drone hier gebaut an der Natural. Also Tilo möchte die Linge nur aus der Mainbase bauen. Das wäre so eine typische Tilo-Optimierung. Er ist sehr, sehr bedacht darauf, so kleine Optimierungen zu machen. Deswegen, wenn man die Drone an der Natural baut, hat sie nicht den ganzen Weg, den sie von der Main zurücklegen muss. Heißt, sie kann natürlich schneller minen. Heißt, man möchte seine Linge natürlich lieber in der Mainbase bauen. Lauter solche Dinge. Tilo, dem kann man sich, glaube ich, über sowas auch sehr, sehr lange unterhalten. Ich glaube, er macht sowas wirklich sehr, sehr häufig. Er verstrickt sich auch ein bisschen manchmal seine eigenen Kleinigkeiten, auf die er achtet, und dafür verliert er manchmal das große Ganze aus den Augen. Das hatte Tilo schon ein paar Mal, das ist durchaus schon vorgekommen. Und wir haben hier eine dritte Basis in nördlicher Richtung für Zerg direkt. Da wurde kein Pylon gesetzt, Pylon-Block wurde hier versucht, aber das hat Tilo einfach gekonnt ignoriert und seine Vierlinge. Schauen sich das mal kurz an, kommen hier problemlos in die Natural rein und knabbern hier mal ein bisschen an der Twilight-Council herum. Haben ja auch ordentlich Damage jetzt, die mehr Damage als momentan das Gebäude an Schilde regeneriert durch den Bau. Und es hat ein paar Schilde verloren, heißt, das ist nicht wirklich wichtig, kein AP-Damage getan. Der Mothership-Core war dann doch zu erschreckend. Und da war auch noch ein Stalker, heißt, Tilo kriegt zumindest Scouting-Infos, aber kann nichts dagegen tun. Wenn das ein Overlord ist in Position, die Probe hier ist auch immer noch am Rumlungen. Steht hier heimlich in dem Gas, nicht sicher, ob das gesundheitsschädlich ist. Man, gut, dass eine Probe eine Maschine ist, weil das würde in den Augen brennen wie bescheuert. Nicht sicher, wie Marines einfach so problemlos da drücken, Marines in einem Kampfanzug. Die Frage hat sich gerade von selbst übrig, warum es keine Einheit interessiert, dass sie hier in irgendeinem Gas drin stehen, weil einfach Zergs und sowieso Mutanten, Protoss ist alles Maschinen und Terraner hat alles irgendwelche Anzüge um sich rum, also gar kein Thema. Einzige WBFs könnten ein bisschen Probleme damit haben, die haben nicht unbedingt die Schutzhülle um sich rum. Die haben nur eben eine große Maschine, in der sie drin hocken, aber ihr Cockpit ist doch ziemlich gut zugänglich. Die Probe wurde gefunden, rennt nach Hause, nochmal links scoutet das ehrlich, findet nochmal zwei weitere Gateways und die Robo hier hinten drin. Und wir haben hier tatsächlich einen DT-Drop. Wurde der Darkschwein hier gesehen? Ich glaube, der war knapp außerhalb der Vision, das sollte eigentlich gereicht haben. Ja, es wurde Twilight Council und Robo gesehen, aber Tilo hat auch gesehen, dass die Twilight Council gerade nichts erforscht. Heißt, der Darkschwein liegt eigentlich sehr, sehr nahe. Und Tilo geht hier auch bereits in den Lärm mit einem Roachworn. Heißt, er kann natürlich mobile Detection morphen, kann Overseer bauen. Und es gibt die ersten Roaches, die dann natürlich auch die Tees eigentlich ganz solide abwehren können. Können die Tees kiten, das sollte kein Problem sein. Aber eben natürlich, dann wird das Follow-up kommen, der Archon-Drop. Und Bystock, ja, baut dieses Mal auf dieser Map eine sehr, sehr klassische Bio. Im aktuellen Metagame. Und mal gucken, wie erfolgreich er damit ist. Er hat immer noch hier Einheiten rumstreuen, wirklich auf der Karte. Jetzt hat er in diesem Sichtblock auch noch einen Pylon gebaut. Heißt, er möchte sich hier wirklich was freihalten, dass er zu späteren Zeit vielleicht doch Reinforcement warpen kann. Es gibt den vierfachen DD-Drop tatsächlich. Die volle Klatsche an die Tees, heißt, dritte Basis wird hinausgezögert. Die Tees versuchen hier ordentlich Damage zu finden. Eigentlich vierte Basis gibt es noch keine von Tilo. Dritte steht. Detection-Status, dritte hat einen Spore-Caller, Natural hat nichts, doch hat einen Overseer. Okay, also Mobile-Detection ist auch schon da. Tilo sollte eigentlich ziemlich safe sein hier gegen die DDTs und die DDTs sind sehr, sehr weit weg von den Warpersen. Und das wird sehr, sehr gefährlich für die DDTs. Erst die DDT direkt gesniped, hat die DDT stirbt hier auch. Wenn das Warpersen versucht, den Weg in die Natural zu finden, eigentlich wurde von der Queen abgefangen. Und das läuft momentan für den Protoss gar nicht so elegant. Die DDTs versuchten gerade noch an den Dingen rumzusnipen und die finden jetzt hier, weil sie die DDTs gejagt haben, auch nur den Pylon, den hier Bystock extra gesetzt hat. Heißt, auch das wird rausgenommen. Und zum tatsächlich Tilo mit einem ordentlichen Vorsprung, würde ich hier sagen, geht er Richtung Mid-Game hier. Er hat Road Speed auf dem Weg, er baut weitere Detection vorsichtshalber. Er weiß, es sind nur noch zwei DTs hier momentan da. Und das Warprison wird wahrscheinlich wieder Richtung Mainbase gehen. Er macht selber ein bisschen Flash hier an der dritten Basis vom Protoss und der hat gerade nicht wirklich Army da, um das hier zu defenden. Es kommt jetzt hier ein zweites Warprison mit Doppel-Archon. Das wird jetzt das hier defenden mit dem Overcharge. Eigentlich ist Overcharge sofort gecancelt, weil der Pylon einfach gestorben ist. Und jetzt steht der Nexus hier unter Belagerung und momentan eben Protoss hat nicht wirklich die Army, um diesen Nexus zu defenden. Der Pylon ist zu weit hinten, der schießt nicht mit. Die Archons müssen es jetzt hier irgendwie regeln. Und Tilo interessiert sich gar nicht groß. Die Archons, er fokussiert hier einfach den Nexus nieder. Und da kann Protoss auch nichts tun. Nexus muss gecancelt werden. Tilo geht es nochmal auf die Archons, aber hier immerhin der Notfall-Pickup. Pylon wird hier nochmal rausgesniped. Die Natural sieht besser aus. Da ist ein Mortal, da ist ein Stalker. Das heißt, ein bisschen mehr DPS sind vorhanden. Und Tilo tatsächlich
Er baut selber etwas Ungewöhnliches. Er hat hier den Infestation Pit gesetzt und geht jetzt hier in Swarmhost und dazu noch einen einzigen Infestor. Hat er sich hier verdrückt bei den vier Swarmhosts? Sollten das auch Infestoren werden? Oder sollte er ein Infestor und Swarmhost werden? Auf jeden Fall gibt es mehr Swarmhosts, als die Swarmhosts sind tatsächlich hier geplant von Thielo. Er weiß, er hat die dritte natürlich gecancelt. Die war schon sehr, sehr weit. Heißt, er fühlt sich hier sehr, sehr sicher in diesem Match. Er hat eine vierte auf dem Weg. Er hat bisher alles an Harassment gut abgewehrt. Seine Roaches hier finden nochmal die Arco City. Die Queen spuckt auf das Wobbison. Der Infestor ist zwar da, aber der hat momentan nichts an Energie, um einen Fungal zu setzen. Das Wobbison wird abgewehrt. Thielos Creepspad ist auf dem Weg. Und das dritte Spiel hier sieht momentan sehr, sehr gut aus für den deutschen Zerg. Weißdog hier baut weitere Gateways, baut Immortals. Er setzt wieder Richtung Sentry Immortal an. Er hat auch schon zwei Immortals da. Dritter kommt mit dazu. Diesmal eigentlich das Charge Upgrade hier für Salads. Ist Charge tatsächlich so sinnvoll hier gegen die ganzen Swarmhosts mit den Locusts? Ich meine, wenn Salads in Locusts chargen, das hat eigentlich wenig Sinn. Die chargen quasi in ihren Tod. Man möchte eigentlich eher irgendwas, womit man die Locusts kiten kann. Kolosse wären natürlich schön. Das werden dringend benötigt. Aber Thielo setzt jetzt hier bereits einen starken Push an. Es kommen nochmal hier ein paar Swarmhosts mit dazu. Wir gehen insgesamt hoch auf 12 Swarmhosts, jetzt 24 Locusts. Jetzt kommt jetzt hier auch die erste Evolution Chapter. Nochmal Roaches. Thielos Army Supply ist wahnsinnig, wahnsinnig mächtig. Dritte wird gerade neu gesetzt. Hat ein paar Pylons, eigentlich kein Overcharge hier irgendwo in der Nähe. Wo ist Thematische Pur? Magic Core nicht in der Nähe, währenddessen hier der Doppel-Archon-Drop hier kommt an die dritte. Das ist meine Special Strategy. Vier Archons auf einmal und die machen auch ordentlich Damage, wie man hier sieht. Trotzdem, man muss vorsichtig sein, denn währenddessen hat Protoss hier wahnsinnig Probleme an seinen eigenen Treffen. Hier wurde ein weiteres Mal gecancelt. Die Locusts timen hier zwar gleich aus, heißt, die Locusts fighten hier alleine und fighten hier nicht sonderlich gut, weil die von den Immortals einfach nur zerrissen. Währenddessen wurden eigentlich die Archon-Drops ein bisschen abgewehrt und Thielo zieht seine Reste hier zurück zu seiner Hauptarmee. Thielo kurz vor dem Max-Out schon. Aber er hat auch nichts momentan in Upgrades investiert. Jetzt hier kommt das erste Upgrade, das Missile Attacks und auch die zweite Evolution Chamber. Währenddessen hier hat er immer noch ein bisschen Beef gerade mit diesen vier Argons hier einfach rumfleuchen und wahnsinnig Damage ausbrutzeln. Und jetzt eigentlich hier der Funkel und das wird richtig, richtig hässlich. Da geht der Corrosive Ball nieder auf die Warpersons. Die Argons können nicht fliehen und somit hat Weißdog gerade quasi seine Lebensversicherung verloren, denn jetzt hat Thielo nichts Besseres zu tun, als einfach nochmal rüber zu pushen. Sein Army Supply ist nochmal gewachsen. Protoss versucht immer noch an der dritten Basis rumzubauen. Inzwischen gleich doppeltes Supply hier für den Zerg und das wird ein ziemlich, ziemlich hässlicher Fight hier von Protoss. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Da kommen gleich die Locusts. Thielo macht das hier auch sogar in zwei Wellen, macht das nicht in einer großen. Fungal sitzt hier auch. Corrosive Bias hinterher. Die treffen nicht so geil, aber einfach. Die Locusts jetzt hier. Thielo schießt sich nochmal die eigenen Locusts aus dem Leben. Einfach warum nicht? Er kann sich sehr leisten. Die Roaches hier fighten jetzt gerade. Es kommt weiter Corrosive Bias auf die freiwerfenden Salads. Eigentlich momentan die Swarmers tatsächlich sind ein bisschen useless und Protoss tradet besser als Thielo hier erwartet hatte. Weil er eben sich die eigenen Locusts rausgeschossen hat, hat Thielo nochmal sehr, sehr viel verloren. Ist ja nicht der geilste Move hier von mir, aber schneidet jetzt hier nochmal einen Archon. Hat nochmal ein paar Salads rausgekriegt und die Protoss Army jagt momentan sehr, sehr weit nach vorne. Hat einfach gerade noch das Wissen, dass keine Locusts kommen hier, also jetzt noch so viel Damage machen wie möglich. Die Salads jagen hier den Fester und der Fester stirbt hier sogar. Jetzt ist die Protoss wieder am Rückwärtsgang. Versucht hier panisch wegzulaufen. Die Linge versuchen einen Surround auf die Einheiten, um sie möglichst stark zu blocken. Die Locusts kommen ein weiteres Mal. Plus 1 Missile Attacks ist kurz vor der Fertigstellung. Protoss hat es auch gleich plus 1, aber einfach Protoss Army Supply ist quasi nicht vorhanden. Es sind Overseer auch mit da gegen die Tees. Thielo läuft einfach seine Swarmhosts. Die sind ja momentan Tanks. Die blocken den ganzen Damage währenddessen. Hinterher machen die Roaches gerade die ganze dritte kaputt. Die Swarmhosts leben immer noch ein paar. Wurden hauptsächlich gerade als Kanonenfutter angesehen. Die Roaches sind hier. Die blocken die Salads, die dritte wird ein weiteres Mal abgerissen, damit Protoss hat keinerlei Income mehr, hat kaum noch Army, hat noch einen Immortal. Seine Robo wurde hier vollgeschlemmt vom Overseer, heißt keine weiteren Immortals und das ist einfach nur ein Sieg für Thielo. Er kriegt nochmal hier einen Drop in seine Mainbase, aber auch da sind Dinge da. Er hat nicht mehr so viel in seiner Mainbase rumstehen, dass rausgenommen werden kann. Roaches kommen auch mit dazu, heißt dieser Drop wird hier auf kurz und lang abgewehrt werden, währenddessen hat Protoss keinerlei Möglichkeit, seine Netzspiel hier zu retten. Dann gibt er mal einen Immortal raus, er hat mal die Tees da, aber Detection ist vorhanden, solange die mal dazukommt. Das heißt, die vier Tees werden auch gesniped, die Robo produziert gerade nichts mehr. Und hier einfach, die Netzspiel ist tot, Weißdog hat nichts mehr übrig und GG von ihm. Und eine kuriose Serie an PVZ Games geht hier zu Ende. Wir haben sehr, sehr viel Interessantes gesehen. Hauptsächlich von Thielo, muss man sagen. Thielo mit früher Aggression, mit Overlord Baning Drops, mit Swarmhosts hier. Hat alles ausgepackt, was sein besonderes Repertoire hergibt. Und er konnte Weißdog mit 2-2-1 schlagen.
Aber es war jetzt nicht der Domin. Gut, die Map 3 war am dominantesten, würde ich wirklich sagen, von allen. Map 1 und Map 2. Map 2 hatte eben natürlich auch der Protoss geholt. Map 1, das war jetzt auch nicht so dominant hier für Thiolo. Es war eher eine sehr, sehr knappe Angelegenheit. Aber jetzt hier in Map 3 tatsächlich hat Thiolo einfach ein sehr, sehr solides Spiel gemacht und damit einfach das Best of 3 klar gemacht. Damit ein schönes Match hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.